Willkommen zu unserem landespolitischen Gespräch Bayern im Blick, sozusagen wortwörtlich. Zu Gast ist der Präsident der Landesmedienzentrale, Siegfried Schneider. Ich grüße Sie. Herr Schneider, die Informationsgesellschaft hat ein Leitmotiv, das ist 100 Jahre alt. Ich sag's mal eben, die Art und Weise, wie wir informiert werden, prägt unsere Gesellschaft. Der Satz ist 100 Jahre alt von einem Engländer, Toynbee. Und Sie sitzen an den Schalthebeln der privaten Medien in Bayern. Sie organisieren und lenken und stehen vor einer großen Wende, von einem Paradigma, sagen manche. Die Medienpolitik soll erneuert werden. Man spricht sogar jetzt von einem runden Tisch in Bayern, um ein sinnvolles neues Rundfunkgesetz, einen Rundfunkstaatsvertrag aufzusetzen. Worum geht es da genau? Also der Anlass ist die Digitalisierung, und durch die Digitalisierung ist das, was über Jahrzehnte gewachsen ist, halt nicht mehr eins zu eins in die neuen Herausforderungen zu übertragen. Und das gilt auch für die Regulierung. Wir haben viel mehr Wettbewerber auf dem Markt, wir haben viel mehr Mediengattungen, die auf den Markt gekommen sind. Wir haben Player aus dem Ausland, die auch im deutschen Markt aktiv sind, wenn ich Amazon, wenn ich Facebook, wenn ich Google, Apple, man kann die Reihenfolge ja fortführen. Und das bedeutet, passt unsere Regulierung noch in diese digitale Zeit? Und ich bin sehr froh, dass der Ministerpräsident bei den Medientagen gesagt hat, gut, heute sind alle versammelt, die mit den Medien zu tun haben. Setzen wir uns zusammen, versuchen die Dinge herauszuarbeiten, die wir ändern müssen. Und die Ergebnisse sind an einem runden Tisch erarbeitet worden und sind jetzt bei der Staatsregierung und warten dort, dass die Umsetzung angegangen wird. Also wir alle senden und arbeiten journalistisch nach einem Rundfunkstaatsvertrag, der schon fast 10 Jahre alt ist, ohne novelliert gewesen zu sein. Da sind Leitplanken erforderlich. Es steht in Gefahr Trennung von Programm und Information und Werbung. Es steht in Gefahr der Jugendmedienschutz. Diese Dinge werden vom Ausland oder werden vom Internet quasi jetzt durch Fakten schwer unter Druck gesetzt. Was sind die konkreten Punkte, die da reguliert werden müssen? Also wenn ich als ersten Rundfunkstaatsvertrag hernehme, der schon auch permanent einer Änderung unterlegt ist, ist es ein Themenkomplex, beispielsweise über die Medienkonzentration, wo Kartellrecht und Medienrecht aufeinander mitprallen. Oder am Beispiel Jugend- und Medienschutzstaatsvertrag, der in der Tat seit 2003 nicht mehr verändert wurde. 2003 gab es noch kein Facebook, um das mal zu bildlich zu machen. Wir wissen, dass heute fast alle jungen Menschen, zumindest ab 14, zum Teil auch jünger, sich über Facebook auch in einer ganz anderen Kommunikationsebene bewegen. Dort geht es darum, wie kann man letztlich mit dem Internet, das nicht national ist, wie kann man hier trotzdem nationale Regeln, aber noch viel stärker europäische, internationale Regeln aufstellen, damit hier ein Schutz gerade im Telemedienbereich möglich ist. Und im Bereich des Rundfunkstaatsvertrags geht es auch darum, dass man den Rundfunkbegriff neu thematisiert. Das Fernsehen, das linear ist, wird stark reguliert. Telemedien, Internet wird kaum reguliert. Wenn ich das am Beispiel der Werbung deutlich machen darf, im Fernsehen darf ich nur 12 Minuten je Stunde werben, im Internet toujours. So, und jetzt kommen durch die neuen Fernsehgeräte, Smart TV, kommt sowohl das Fernsehsignal her, als auch das Internetsignal. Oft auf meinem Bildschirm getrennt, links Internet, rechts Fernsehen, mit unterschiedlichen Regulierungsregimen. Und das muss angepackt werden auf deutscher Ebene, aber auch auf europäischer Ebene, um ein vergleichbares Wettbewerbsrecht auch zu schaffen, damit auch deutsche Unternehmen sich diesem Wettbewerb stellen können. Sie haben vorhin gesagt, die Eigenverantwortung. Der Mediennutzer muss selber ein Repertoire, Persuasionswissen heißt, er muss wissen, wo werde ich jetzt mit Propaganda überrannt und wo ist die relativ glaubwürdige Information. Und Sie haben da eine eigene Erfindung, das war sogar Ihre Erfindung, Sie haben das in die Diskussion eingebracht, den Medienführerschein. Bayerische Schüler lernen den Umgang mit Medien. Was genau ist das? Es ist der Versuch oder der Anspruch, dass kein Schüler und keine Schülerin die Schule verlassen soll in Bayern,
ohne auch ein Grundwissen über Medien, über Medienentwicklung, über Medienwirkung mitzuhaben, und zwar quer über alle Mediengattungen. Wir beginnen mit dem Printbereich, mit der Tageszeitung, mit Zeitschriften und gehen über Fernsehen, Radio hin, natürlich auch in das Netz mit hinein. Altersgemäß werden hier Module entwickelt. Für die dritte und vierte Jahrgangsstufe sind sie fertig, für die sechste Jahrgangsstufe, siebte. Wir arbeiten jetzt auch für den Vorschulbereich und auch für die beruflichen Schulen. Bestimmte Themen, ich nehme eines der aktuellen mit heraus, ich und das Netz. Wie bewege ich mich in sozialen Netzwerken? Was darf ich von mir preisgeben? Welche Persönlichkeitsrechte muss ich beachten, wenn ich ein Foto von einem Freund ins Netz stelle? Wie muss ich auf meine Datensicherheit achten? Bis hin zu der Frage vom Urheberrecht, wenn ich etwas runterlade aus dem Internet, ist es geschützt? Darf ich das überhaupt? Also viele Fragen, die heute auf junge Menschen einprasseln, die müssen auch in der schulischen Bildung Antworten finden. Und ich bezeichne diese Medienkompetenz als eine der Grundqualifikationen, der Basisqualifikationen, die wir jungen Menschen vermitteln müssen. Genauso wie Lesen, Rechnen, Schreiben, Fremdsprache gehört Medienkompetenz als wichtiger Bestandteil in den Lehrplan. Jetzt frage ich mal die Zuschauer draußen, hat Ihr Kind schon den Medienführerschein? Sitzt es auch manchmal alleine am Computer, am Fernseher? Ich glaube, dann braucht es das. Wie kommt man zu diesem Führerschein? Es ist eingebettet in den Unterrichtsalltag. Wir bieten für die Lehrkräfte Unterrichtseinheiten mit an, die aus dem Lehrplan entwickelt ist. Und wenn Schüler ein Modul, einen Baustein gut erarbeitet haben, gibt es ein Zertifikat, den Medienführerschein, das also ausgegeben wird, dort eingeheftet werden kann. Und wir sind jetzt im dritten, vierten Jahr, wo wir diesen Medienführerschein ausrollen in weitere Schulen. Und in diesem Jahr haben bereits 100.000 Schüler dieses Zertifikat bekommen. Das ist sicher eine Erfolgsgeschichte und wird auch von anderen Kollegen in anderen Bundesländern nicht nachgemacht. Aber das ist so die Grundlage gewesen, dass es immer stärker auch diese Art und Weise der Vermittlung in den Schulen gibt. Innovate Media. Dazu gehört, ich sage es nur mal eben ganz kurz, ein ganz toller Erfolg, den der AFK Aus- und Fortbildungskanal gibt es in München und in Nürnberg. Diese Praktikanten, diese jungen Leute haben ein Format spielerisch entwickelt, das den Grimme-Preis gewonnen hat. Muss man mal eben gegen ZDF, ARD, Arte mal sagen dürfen. Also das sind die ersten Früchte und schon gleich in so einer Qualität. Da geht noch mehr. Ja, also das Prinzip des AFK ist ja, dass Studierende sich neben dem Studium auch, wenn sie sich für Medien informieren, dass sie sich dort eine Grundlage erarbeiten. Es ist eine große Freiheit mitgegeben. Und was ganz entscheidend ist aus meiner Sicht, dass es nicht nur Trockenübungen sind, sondern dass man für die Radioleute, wir haben eine UKW-Frequenz in München und in Nürnberg, und für die Fernsehleute haben wir auch bei München TV eine Zeitschiene, wo man Filme, Produktionen auch zeigen kann. Es ist wichtig, dass ich nicht über Trockenübungen etwas konzipiere, sondern eine Sendung von A bis Z vor oder hinter der Kamera auch durchführe. Nur so kann man richtig lernen. Und nachdem kein Zwang da ist, Geschäft zu machen, das zu refinanzieren, ist auch die Möglichkeit viel stärker innovativ, kreativ, auch mal Dinge ausprobieren, die scheitern. Denn auch durch das Scheitern lernt man, entwickelt man sich weiter. Wenn ich im Geschäft hart drin bin, ist es schwierig, wenn ich das Scheitern mit reinnehme. Aber auf der Ebene, durch eine gute Finanzierung, die wir mit Partnern leisten, kann man das jungen Menschen anbieten. Der Grimme-Preis ist ein Ergebnis. Aber wir sehen ja auch, wie toll diese jungen Leute dann bei Sendern, bei großen Sendern, bei öffentlich-rechtlichen Sendern ankommen und ganz begehrte junge Mitarbeiter sind. Das war schon wieder unser landespolitisches Gespräch zum Thema Information, Medien, Medienkompetenz. Zu Gast war der Präsident der Bayerischen Landesmedienzentrale, Siegfried Schneider. Vielen Dank. Dankeschön.